geht weiter. I didn't know what Mona wanted. If it was the same thing I was after. To kill those who were trying to kill her. The bullet, real or imagined, lodged in her head, routing her synapses, driving her on. She had arrived at the site while I was inside the condemned building. I don't know what went on with her. Max, I'm at the site. Where are you? Ja. Wir spielen jetzt in dieser Szene Mona Sachs, und zwar kurz bevor das Gebäude in die Luft fliegt. Mit ihrer schönen Druganov in der Hand, aber diese Waffe nützt mir gerade recht wenig, weil ist halt so. Außer ich könnte schon mal von da oben einen abschießen. Gib her. Voll daneben geschossen. Verdammt. Jetzt sind sie alarmiert. Das ist nicht schön. Dann geht's mal los hier. Eine Runde Mona spielen. Du. Ja, ist klar. Ich will speichern und du schießt auf mich, du Sau. Die Tür ist zu, dann bin ich falsch. Ich musste doch unten entlang. Warum, Spiel? Warum tust du mich das an? Ja, ich wollte gerade sagen. Ah, und die dachten echt, die treffen mich. Haha. So, wo sind die nächsten Gegner? So. Na, komm her. So. Das waren für hier erstmal die Feinde alle. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Wraps nicht wirklich an ist. Aber naja. Egal, was du vorhast. Nein. Das ist jetzt nicht schön. F5. Richtige Tür sogar erwischt. Yay. Jo, spring aus deiner Deckung. Ist das intelligent? Für euch Cleaners, ja. Du lebst ja immer noch. Danke. So, meine zwei Painkillers. Gib mir die 6. Danke. So. Jo. Nachladen. Und wir gehen hier weiter. Hör mal, ich stehe hier und du triffst nicht, aber ich treffe dich genauso wenig. Oh, das hätte doch in die Hose gehen können. Na, das geht gerade in die Hose. Da verschwende ich jetzt einen Empty Safe. Yay, so. What the hell? Du hättest mich was getroffen. Das ist nicht nett. Das ist alles nur nicht nett. Da war noch einer. Du versuchst es also hinterrücks. Da kriegst du sofort einen Kopfschuss. Wow. Ruhig, Brauner. Da sind sie auch schon.
Na, la, 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 nix da. Sterben sollst du. Wo bist du? Da. Mann, bin ich gerade gut. So gut, dass ich gerade sterben werde. Ah, ja, ich bin tot. Oh. Ja, F9 nicht. Load. So. Und weil das so toll war, direkt nochmal. Bumm. So, der nächste kommt von hier. Du bist auch tot. Der eine fliegt ein paar Kilometer jetzt, dadurch, dass ich ihn so erschossen habe. So, aber jetzt habe ich's. Hoffe ich zumindest. Da waren drei. Alle drei tot. Okay. Okay, komische Tür. F5. Und ich würde sagen, nach dem Part höre ich erstmal wieder auf, weil mein Husten ist echt gemein. So, jetzt sagt er ihr halt gerade, auf seiner Seite sehen die richtig professionell aus. Und sie sagt so, nee, auf meiner Seite ist es aber nicht so. Also das, was wir gerade hatten. No. So, und hier beginnt das nächste Level. Aus dem Fenster. Out of the window. Window. Mona, I know this sounds crazy, but I need you to go and call the cops. I need them here. You're right. You are crazy. I'm a fugitive, Max. I just escaped from custody. Go to hell, Max. Bastard. Oh. Tja. Ja, von da kommen Gegner. Ihr habt's gesehen. Da von da kommt ein Gegner. Den müssen wir erledigen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt dürfen wir als Mona gleich Max da retten. Oh. Oh. Vorsicht. Vorsicht ist geboten, Mona. Ja, ich sag extra, Vorsicht ist geboten. Warum nimmst du diese verdammte Kalaschnikow? Du solltest die haben. Die Desert Eagle. Ja, du bist mir gerade ein klein wenig zu doof, Gegner. Es geht weiter hier rein. Jo. So. Und ich würde sagen, wie es hier weitergeht, werden wir in der nächsten Folge von Max Payne 2, The Fall of Max Payne sehen. Mit eurem Ryukan, der dann hoffentlich nicht mehr erkältet ist. So wie er es jetzt ist. Na, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's euch gemütlich. Haltet immer schön die Hände über der Bettdecke. Wir sehen uns, Leute. Auf Wiedersehen.